Ist okay? Johann, 24-20, herzlichen Glückwunsch für dich persönlich. Erstes Heimspiel im Fuchsbau, ein toller Einstand nach Maß, oder? Ja, war top. War volle Halle hier heute und spielmäßig haben wir schon viel gekämpft. Ich muss auch kämpfen momentan, besonders so Angriff. Schauen wir mal die Ergebnisse 20-24, das sagen vielleicht auch, aber kein schönes Handballspiel, aber es war auf jeden Fall kämpferisch und war toll und die Zuschauer waren voll dabei. Es war ein schönes Erlebnis. In den Fanforen herrschte etwas Skepsis aufgrund des Starts ins Jahr 2018 im EHF-Pokal. Lief es ein bisschen holprig, ihr habt zweimal die erste Halbzeit verschlafen. Heute ein komplett anderes Team auf dem Platz. Wie hast du es gesehen? Also klar, der Spiel gegen Raphael war ein klares, was heißt so, Ausrutscher. Das war auch schwierig, weil zum Beispiel, wenn ich hier hingekommen war, waren da nur 4 Spieler von der ersten Mannschaft. Und ich glaube, wir hatten dann 3 Trainingseinheiten zusammen und dann ist das immer schwierig nach so einer Mannschaft. Und der erste Halbzeit in Lund war einfach schwierig. Die haben viel gelaufen und dann haben wir auch das korrigiert, zweite Halbzeit, finde ich. Und ich glaube, die Leistung von zweiter Halbzeit haben wir ein bisschen mitgebracht von Anfang an heute. Und das brauchen wir auch, wir müssen so anfangen wie heute. Das war souverän, besonders Abwehr. Das hat uns ein bisschen gefehlt und das ist unser Stamm. So, das war wichtig. Interessant ist ja, wie ihr die Verletzung kompensiert. Paul nicht dabei, Fabi nicht dabei, Peter ist nicht mehr da und Zacke spielt auf Mitte. Ein geiles Spiel. Ja, also wir haben natürlich fast ein Top-Line-Up verloren, von rechts bis links. Und wir müssen natürlich kompensieren. Ich glaube, Zacke spielt überragend. Marco steht auch wirklich gut in Defense und spielt 6 Minuten vorne. Das ist auch nicht so einfach und er merkt das richtig gut. Und Steffen und spielt auch richtig gut. Ich glaube, wir haben das voll kompensiert heute. Natürlich ist das ein bisschen anstrengender, weil da gibt's die Karte ist nicht so breit. Aber ich glaube, wie wir gesagt haben heute, wir schaffen das schon. Es war für dich da heute dein erstes Heimspiel im Fuchsbau. Warst du davor schon mal als Gastteam hier in Berlin? Und wenn ja, was hast du im Vorfeld gehört gehabt von den Füchsen? Ich war schon hier als Gast für ganz viele Jahre in einem kleinen Verein in Deutschland, wo ich gespielt habe. Ich erinnere nicht, wie das Ergebnis war, aber ich kann mir vorstellen, wir haben hier hoch verloren. Ja, und das war mein Eindruck von damals, war ein bisschen wie heute. Das ist souveräne Stimmung hier, so ein bisschen eventmäßig. Und das finde ich, ich finde das geil. Das ist ein bisschen anderes Niveau als in vielen anderen Vereins. Du bist vom Rhein an die Spree jetzt gezogen, vom kleinen Schaffhausen in der Schweiz in die Weltmetropole Berlin. Wie waren die ersten Wochen für dich hier, auch außerhalb des Handballs? Ja, also außerhalb von Handball ist Berlin was Besonderes, das ist klar. Ich war dort in außerhalb von Zürich, habe ich gewohnt. So, ich war auch in Metropole der Schweiz, aber Berlin ist halt Berlin. So, ich muss auch sagen, ich habe nicht so viel Zeit, den ganzen Tag zu erleben jetzt, weil ich habe viel zu tun mit der Mannschaft, aber ich habe noch ein halbes Jahr hier, so das kommt sicher. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du an Bord bist. Nochmals herzlichen Glückwunsch und wir sehen uns dann beim nächsten Spielen und weiterhin Top-Leistung und viel Erfolg. Dankeschön. Danke, Johann.